Herzlich willkommen zurück bei Hautnah und direkt weiter mit unserem Hautnah-Spieler der Woche, der Deutsche mit dem amerikanischen Akzent, die Nummer 12, Martin Bräunig. Martin Bräunig, 24 Jahre jung, im Sommer vom College-Team Montana Grizzlies nach 6 Jahren in den Staaten zurück nach Deutschland gewechselt. Ganz ehrlich, es war ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Ich musste mich an die Spielweise gewöhnen. Wir spielen mit einer kürzeren Shot Clock. Das heißt, das Spiel ist viel, viel schneller. So wie Ludwigsburg im Moment spielt, ist einfach sehr viel Pressen. Und da muss man viel fitter sein. Und das hatte ich eigentlich nicht so ganz erwartet. Und dementsprechend habe ich ein bisschen länger gebraucht, um mich dann zu gewöhnen. Der Schritt zurück in die Heimat ist für den Power Forward auch der Schritt in den Profibasketball. Es ist einfach anders, weil es sind hier Pros. Man spielt gegen Pros, die sind viel erfahrener, die sind älter, die wissen schon genau, was sie tun hier und so weiter. Und ich denke auch, die Details to attention, also aufpassen, was die Kleinigkeiten, die die Gegner machen, das ist auch sehr, sehr wichtig hier im Gegensatz zum College. Bisher kam Bräunig in 10 der 12 Ligaspielen im Schnitt 7 Minuten 29 zum Einsatz. Vielleicht noch nicht das, was er sich selbst erhofft hat, unruhig wird er deswegen aber noch lange nicht. Je härter ich arbeite, desto besser wird es für mich. Und manchmal ist es einfach ein Zeichen, dass ich ein bisschen härter arbeiten muss. Und so dementsprechend benutze ich das als Motivation, noch härter zu arbeiten und noch ein paar Sachen mehr zu machen als alle anderen. Auch in der Champions League durfte der ehemalige U18-Nationalspieler schon 2-mal ran. Ein echtes Karriere-Highlight. Ganz ehrlich, am Anfang war ich ein bisschen nervös. Ich habe ja die ersten 2 Spiele verpasst durch eine Verletzung. Aber für mich persönlich ist es sehr groß. Also es ist riesig, in der Champions League mal zu spielen und es war auf jeden Fall mal ein Traum, als ich jünger war. Durch die Champions League steht alle 3 Tage ein Spiel an. Auch das muss Bräunig erst einmal lernen. Ich muss mich besser ernähren, als ich sonst schon tue und halt öfter stretchen. Also vor dem Training, nach dem Training, jedes Mal. Selbst wenn wir einen freien Tag haben, einfach ein paar Mal stretchen. Und es ist halt wichtig, in Form zu bleiben und der Körper muss sich auch daran gewöhnen. Ich komme ja jetzt von der Saison, wo wir nur 30 Spiele spielen. Jetzt haben wir schon die 3 Spiele fast hinter uns. In der Liga möchte sich der gebürtige Leverkusener weitere Spielzeit erkämpfen und mit dem Team natürlich die Playoffs erreichen.